Präsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München war mit der Leistung von Angreifer Robert Lewandowski beim 3:1-Sieg gegen den FC Schalke 04 nicht gänzlich zufrieden. Sportdirektor Hasan Salihamidzic dagegen verteidigte Lewandowski und ging wie auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge Sky-Experte Dietmar Hamann nach seiner Kritik am Polen harsch an. Angesprochen auf die Leistung von Lewandowski sagte Hoeneß zunächst in der Mixzone schämisch, hätte er eine super Leistung gezeigt, hätte er heute 4 Tore gemacht, ein Makel, der auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic aufgefallen war. Das stimmt schon, aber ich muss Uli da auch widersprechen. Er hat 120 Minuten am Mittwoch gespielt und war am Ende müde, erklärte Salihamidzic. Wenn ein Stürmer müde ist, und das weiß Uli Hoeneß auch selbst, dann fehlt der letzte Wille, das Tor zu machen. Das hat mir Lewa nach dem Spiel auch gesagt. Zuvor hatte sich Salihamidzic bei Sky harsch zur Kritik von Didi Hamann gegenüber dem Polen geäußert und den Experten des Pay-TV-Senders als ahnungslos bezeichnet. Ich möchte Robert Lewandowski herausheben. Er spielt wie ein Leader, spielt seine kompletteste Saison bei uns. Er haut sich für die Mannschaft rein, ist unser Topscorer und einer der besten Stürmer der Welt, so Salihamidzic zunächst. Dann legte er nach, daher kann ich nicht verstehen, dass Didi Hamann ihn so kritisiert. Das, was er macht, ist eine Come-Up-Game gegen ihn, weil er die Spiele nicht richtig schauen kann. Ich glaube nicht, dass Robert Lewandowski ein Problem für Bayern München ist, sondern Didi Hamann ist ein Problem für Sky. Deswegen muss man bei Sky über ihn mal nachdenken. Wichtig ist, dass die Zuschauer sehen, wie Robert Lewandowski spielt. Wenn ein Experte in so einer Saison so etwas erzählt, die Meinung kann keiner da draußen akzeptieren. Lothar Matthäus ist auch ein Experte bei Sky, der hat sich distanziert. Man muss schon sehen, wer ein guter Experte ist. Lothar Matthäus hat Ahnung von Fußball, Didi Hamann macht Kampagnen, so Salihamidzic. Einzelkritiken und Noten zu FC Bayern München, FC Schalke 04 beim souveränen 3:1-Sieg des FC Bayern hieß der offizielle Mann des Spiels Serge Gnabry. Allerdings überzeugten zwei andere Spieler noch ein wenig mehr. Bei S04 erwischte ausgerechnet Sebastian Rudi einen rabenschwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken. Sven Ulreich musste in der 25. Minute den Einzelkämpfer gegen Schalkes Kutschucu mimen und ging als Verlierer aus dem Duell hervor. Im Anschluss bei seinen Prüfungen aufmerksam und mit dem einen oder anderen guten Reflex. Note, Dritter Joshua Kimmich, der Rechtsverteidiger spielte insgesamt recht unauffällig. Brachte nicht seine gewohnten scharfen Flanken ein und strauchelte ein ums andere Mal gegen Conor Bianca. Note, 3,5. Jerome Boateng durfte zum ersten Mal in der Rückrunde von Beginn an ran. Ihm war die fehlende Spritzigkeit durchaus anzumerken. Vor allem als der junge Kutschucu ihm in der 25. Minute entwischte und zum zwischenzeitlichen 1:1 einschob. Note, Vierter Mats Hummels, wartete mit den meisten Ballaktionen in der Münchner Viererkette auf und gewann rund 75% seiner Zweikämpfe. Zudem mit einer guten Passquote von 94%. Der bessere der beiden Innenverteidiger an diesem Samstagabend. Note 3. David Alaba, der Österreicher, machte über die linke Seite gemeinsam mit seinem Vordermann Coman mächtig Dampf, zeigte sich offensiv freudiger als sein Pendant auf rechts. Note, Dritter Leon Goretzka, gegen seinen Ex-Arbeitgeber sammelte Goretzka im Vergleich zu seinen Kollegen James und Thiago mit Abstand die wenigsten Ballaktionen. Insgesamt ein stabiler, fehlerloser Auftritt des großen Rückrundengewinners. Note, Dritter Thiago, brachte Struktur ins Spiel der Münchner, zeigte sich stets anspielbereit und kam am Ende auf eine nahezu tadellose Passquote.
Der Spanier unterstrich seine Wichtigkeit für den Rekordmeister. Note 2,5. Serge Gnabry hatte bereits vor seinem Tor die große Chance, sich in die Scorerliste einzutragen, scheiterte aber bei seinem ersten Versuch an Fährmann. Eroberte die Kugel vor dem 2:1 und legte selbst per Kopf nach. Note 2,5. James Rodriguez, James spielt um seine Zukunft, hatte Kovac gesagt, und James bewies, noch mehr als in Berlin, was er imstande ist zu leisten. War am 1:0 und 2:1 maßgeblich beteiligt und holte sich in der 78. Minute den verdienten Applaus ab. Note, zweiter Kingsley Coman, startete ganz stark, ließ dann etwas nach. Ging häufig ins 1 gegen 1, gestaltete die Duelle aber nicht immer erfolgreich. Vor dem 3:1 gab der Franzose die entscheidende Flanke. Note, dritte Robert Lewandowski, hätte sich eigentlich die Bestnote verdient, brachte sich mit zwei vergebenen Großchancen aber um das Prädikat, sehr gut. War dennoch wieder unverzichtbar, schoss selbst ein Tor und bereitete die beiden anderen vor. Note 2. Frank Ribéry kam in der 68. Minute für Koeman und wollte beweisen, dass er bald wieder eine Option für die Startelf darstellt. Trieb immer wieder an, ohne dabei den ganz großen Einfluss aufs Spiel zu haben. Note 3,5. Javi Martinez durfte 12 Minuten dabei helfen, den Sieg über die Bühne zu bringen. Note, keine Bewertung. Alfonso Davis kam kurz vor Schluss für Gnabry und damit auf seinen zweiten Kurzeinsatz in der Bundesliga. Note, keine Bewertung. Ralf Fährmann, an ihm lag es nicht, dass Schalke die Heimreise ohne Punkte antreten musste. Der Nübel-Ersatz zeigte wiederholt gute Paraden und hielt Schalke lange im Spiel. Note, dritte Daniel Caligiuri fand über die gesamten 90 Minuten kein Mittel gegen Kommen und seine Schnelligkeit. Beispielhaft dafür dient die Szene vor dem 3:1. Note, 4,5. Salif Sand, der Senegalese, bekam Lewandowski im Sturmzentrum nicht zu packen. Leistete sich nach 74 Minuten einen schlimmen Fehler, den er in höchster Not jedoch noch ausbügeln konnte. Note 4. Jeffrey Bruma zeigte sich von seinem Eigentor wenig verunsichert und gehörte zu den besten Zweikämpfern bei S04. Blockte in höchster Not gegen James Vierter und scheiterte mit einem Kopfball am Pfosten. Note 3,5. Bastian Ozipka setzte offensiv fast keine Akzente und war bemüht, den flinken Gnabry in Schach zu halten. Das gelang allerdings nur bedingt. Note, vierter NBAIL Bentaleb, ein Auftritt mit Licht und viel Schatten. Der Mittelfelddirigent leistete sich einen schlimmen Ballverlust vor dem 0:1, hatte offensiv aber vereinzelt auch gute Ideen. Note, vierter Sebastian Rudy erwischte bei seiner Rückkehr nach München einen gebrauchten Tag. Gewann keinen Zweikampf, sah vor dem 1:2 schlecht aus und musste noch vor der Pause runter. Note 5. Weston MCKENNE rieb sich in der Zentrale auf und bestritt die meisten Zweikämpfe bei S04. Gewann davon allerdings weniger als die Hälfte und hatte trotz Vorlage und Pfostenschuss Probleme. Note 4. Suat Serdar leitete mit einem Fehlpass das 1:2 ein und blieb ohne gewonnenen Zweikampf. Folgerichtig die Auswechslung nach knapp einer Stunde. Eine schwache Leistung des Mittelfeldmannes. Note 5 YEVHENKONOPLYANKA, wenn Schalke gefährlich wurde, dann meist über Kona Bianca. Zeigte gute Laufwege und scheiterte zweimal am starken Ulreich. Note 3. Amit KUTUCU ließ sich beim Ausgleichstreffer nicht von Boateng beeindrucken und verwandelte eiskalt. Ansonsten blieb der 18-Jährige ohne nennenswerte Impulse.
Note, dritter Oma MASCARELL, gewann nur 40% seiner Zweikämpfe und konnte nach seiner Einwechslung nicht für die nötige Stabilität sorgen. Note, 4,5. Amine Harit sollte offensiv Akzente setzen und die wackelige FCB-Defensive fordern, blieb jedoch ohne nennenswerte Aktion. Note, 4,5. Marc Huth, der Nationalspieler, hing nach seiner Einwechslung in der Luft. Nur 4 Ballaktionen. Note, keine Bewertung. Salihamidzic feuert gegen Hamann, Rummenigge legt nach. Hamann sagte über Lewandowski bei Sky 90 am Sonntag: "Ich glaube, dass Lewandowski zum Problem für Bayern München wird. Seine Theatralik, sein Abwinken, sein zum Teil lustloses Verhalten auf dem Platz. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass er ein Einzelgänger ist." Auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge konnte sich eine Spitze gegen Hamann nicht verkneifen. Auf die Frage, ob er einen Satz in Richtung des ehemaligen deutschen Nationalspielers parat habe, entgegnete Rummenigge bei Sport1: "Der ist mir keinen Satz wert." Der 30-jährige Lewandowski trat gegen die Königsblauen sowohl als Torschütze als auch Vorbereiter in Erscheinung, ließ aber auch mehrere Großchancen liegen. Lewandowski, der den Rekordmeister gegen Schalke als Kapitän aufs Feld führte, erzielte im Topspiel am Samstagabend seinen 13. Saisontreffer in der Bundesliga.